Willkommen zu einer neuen Folge von Outland. Und nachdem ich jetzt beim letzten Mal die Stadtmauer erklommen habe, befinden wir uns jetzt im Marktplatz der Stadt, nehme ich an. Und ich habe gerade bei den Vorbereitungen für diese Folge leider einmal meinen Strahl aus Versehen abgefeuert. Falls ihr euch wundert, warum ich gerade keine Energie mehr habe, das liegt ganz einfach daran. Wird das rot? Ich habe ja die Befürchtung, dass das hier rot wird. Wird es aber nicht. Und wieder rot. Und wieder blau. Okay. Kann man machen. Kann ich da irgendwie hoch? Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Aber ich kann da generell hoch, außen rum und so. Die Frage ist nur... Okay, hier oben ist noch was. Oh Gott, wo muss ich hier hin? Oben ist eine Sackgasse, also gehe ich zuerst mal oben hin. Weil... Ne? Und so. Da weiß ich dann auf jeden Fall... Hepp. Mal weg. Da weiß ich dann auf jeden Fall, wo ich danach hin muss. So rum. Das ist ja cool. So ein Auge. Ah, natürlich, klar. Und hier finde ich diesen Kopf. Und ich habe übrigens gesehen, gerade auf der Karte, unten links wird angezeigt, wie viele von diesen Köpfen in diesem Level sich befinden. Nämlich einer. Und wie viele man selber schon hat. Nämlich null. Und das sollte jetzt meiner Theorie nach 1 von 1 werden. Genau. Hehe. Wie, der trifft mich trotzdem. Das ist ja gemein. Da war jetzt extra von oben drauf geschüpft und so. Ich dachte eigentlich, das reicht. Ihn zumindest mal. Autsch, das ist ja blau. Es wechselt ja, wie gemein. So müsste das gehen, ja. Autsch. What the? Oh mein Gott, was ist das denn? Kann man es überhaupt schaffen, da durchzukommen, ohne Schaden zu kriegen? Ich weiß es nicht. Ich bin mir da unsicher. Ich glaube, ich muss mal langsam zurück das Geld einsammeln, damit es nicht hier verschwindet. Und hier ist ein weiterer, wie heißt es, Herausforderung-Challenge-Teleporter. Der aber leider nur mit Multiplayer funktioniert. Ne? Auch hier wieder die Einladung, wenn ihr zocken wollt. Komm mal her. So, und wie komme ich da jetzt? Ah, so komme ich da durch. Verstehe. Hep. Und hep. Jetzt einmal blau, bitte. Ah, verstehe jetzt. Jetzt gerade geht es nicht so sehr um mich, sondern um die Plattformen. Ich muss gerade dafür sorgen, dass die Plattformen... Jetzt quasi so hinter einer herlaufen. Naja, theoretisch sollte ich das können. Kann ich halt nicht. Ich finde es sehr interessant, dass die Plattformen dann auch für die Schüsse wahlweise real oder unreal werden. Anstatt nur für mich, weil eigentlich wechsle ich ja die Farben. Ne? So, gehen Sie mal weg. Gehen Sie mal aus dem Weg. Hep, und durch. Hui. Wie komme ich da rein? Was ist das denn? Ist das ein Mini-Teleporter oder was? Keine Ahnung. Ja? So, okay, immerhin nicht die farbigen. Autsch, das war zu früh. Autsch, das war auch zu früh. Naja, aber im Großen und Ganzen hat es doch ganz gut geklappt. Möchte ich meinen. Kann ich mich hier wieder heilen und hier sieht es ja auch mal wieder fantastisch aus. Naja, gut, immerhin gibt es diese Zwischenräume, diese vertikalen Zwischenräume. Ich muss ja tatsächlich relativ
kurzfristig wechseln, glaube ich. Autsch, weil sonst hat sowas passiert. Naja. So geht's auch. Was ist das? Nein. Das schießt hoch. Dann explodiert es und fliegt nach draußen. Okay. Immerhin kann ich mich hier heilen. Das heißt im Prinzip, hier habe ich beliebig viele Versuche. Ah, das ist ein Dreieck. Ich dachte, das geht vor und zurück. Autsch. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, Koordination. Okay, was muss ich hier? Ich springe los zu dem Blauen, dann wechsle ich die Farbe und hoffe, dass ich ihn irgendwie erwische, ne? Hey, das sieht doch gut aus. Jetzt habe ich nur... das Problem, dass hier nämlich das blaue Zeug rumfliegt. Autsch. Hep. Oh mein Gott, bin ich gut. Das ist natürlich reiner Skill, was ich hier tue. Absolut purer, unverfälschter, reiner Skill. Geh mal weg. Du bist hier unerwünscht. Du übrigens auch. Und du genauso. Und hier kriege ich extra Energie. 35.000, da habe ich nicht gezögert. Ich habe ehrlich gesagt den Preis überhaupt nicht gesehen, bevor ich gedrückt habe. Ich dachte mir, das ist es mir wert. Nein. Nochmal falle ich... Ernsthaft? Ernsthaft? Dieses in der Luft schweben bleibt, wenn man einen Gegner trifft, ist ja ganz nett, aber nicht bei denen. Das hat es mir gerade so weit verzögert, dass ich deswegen Schaden gekriegt habe. Hm. Brauche ich nicht. Guck mal, habe ich gespeichert. Moment, kann ich da noch? Ne, sah gerade so aus, als würde es da noch reingehen. Und hepp. Einmal einen großen Schlag. Hey! Hä? Was? Wie kriege ich den jetzt? Ach so, ja, natürlich. So, ne, von hinten war das. Autsch. Ist der dauerhaft rot? Au, was soll das? Autsch. Vielleicht hätte ich da... Doch nicht. Und so, ne? Geh mal weg. Und hepp. Nix da. Den kriege ich noch. Den kriege ich noch. Autsch. Ich sagte, den kriege ich noch. Und wenn ich sage, den kriege ich noch, dann kriege ich den noch. So, jetzt aber. Das war's. Vielen Dank für dieses tolle Zuschauen. Oder so. Bis zum nächsten Mal.